Fette Grüße und herzlich willkommen bei Hotto Gaming, heute wieder mit Satisfactory und mit Etienne MZA Gaming. Moin. Grüß dich. Und ja, was hast du eigentlich in der letzten Folge gemacht? Eigentlich gar nichts, wie immer. Mir wird ja immer vorgeworfen, ich mache nichts, deswegen habe ich genau das gemacht. Nein, ich habe mich ein bisschen um den Stahl gekümmert. Und wer es genau wissen will, muss sich einfach mal die Folge auf meinem Kanal anschauen. Danke. Bei mir genauso. Ich habe nämlich hier jede Menge Research-Sachen gemacht. Und wir brauchen nämlich den, wir brauchen es nämlich für AI-Limiter, by the way. Die ich jetzt auch kurz researche. Und wir brauchen die auch für Sprungstelzen. Weißt du, damit du höher springen kannst. Kennst du die Dinger? Ja, kenne ich, aber AI-Limiter ist was? Damit uns die KI nicht irgendwann überrumpelt und kaputt macht? Oder? Das ist korrekt. Die brauchen wir für bestimmte Sachen, die wir bauen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche. Damit die Terminator nicht die Macht übernehmen. Das ist korrekt. Damit der nicht sagen kann, I will be back. I'll be back. Letztes Mal hast du es richtig gesagt. Intelligenter Splitter, mein Lieber. Ah, der kann sortieren? Mhm. Das ist aber auch neu, oder? Nein, das gibt's schon lange. Echt? Ja. Ich hab nie was. Es ist nur neu, dass man das sich hier alles freischalten muss in diesem komischen Mem. Okay. Hast du schon irgendwas freigeschaltet? Ich habe jetzt tatsächlich schon die 5 weiteren Inventarplätze geforscht. Okay. Und die KI-Begrenzer. Und jetzt gerade bin ich dabei, die Sprung- oder Klingenläufer, wie auch immer man das nennen soll, zu researchen. Und wenn das fertig ist, dann können wir Sprungstelzen haben oder wie auch immer die heißen. Okay. Wir könnten damit Fallschaden minimieren, ne? Wir können vor allen Dingen höher springen. Ich weiß nicht, ob man damit Fallschaden minimieren kann. Das kann man mit dem Jetpack auf jeden Fall. Ja, aber auch nur, wenn du es richtig machst. Nicht, wenn du zu hoch fliegst und dann nach unten stürzt. Ja, das ist genau. Weniger clever. Okay. So, das heißt, wir brauchen aber auch hier hinten dann für die weitere Produktion. Für die weitere Produktion brauchen wir hier hinten. Okay. Brauchen wir, ne? Siehst du genauso? Auf jeden Fall. Also ohne geht nicht, oder? Nee, gar nicht. Sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Ich bin froh, dass wir uns immer also sehr schnell einig werden bei solchen Themen. Mhm. Sonst müssten wir ja stundenlang diskutieren. Dann haben wir 5 Folgen, in denen wir nur diskutieren. Also. Genau, deswegen... Deswegen gebe ich immer nach, weil der Klügere gibt ja nach. Der Klügere gibt Nachhilfe. Ja. Du kennst das, ne? Die Klugen geben so lange nach, bis die Dummen die Welt regieren. Nee, kenne ich nicht, aber jetzt finde ich es lustig. Eigentlich ist es traurig, aber... Es ist halt wirklich an sich wahr, ne? Ja. Ach ja. Ja, da muss man auch durch, so. Ah, da musst du durch, Lurch. Genau. Das heißt, ich werde erstmal die Produktion hier anschmeißen, damit wir die Sachen haben für den nächsten Meilenstein. Und danach werde ich mich um die Automatisation kümmern. Ja, ich wusste, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also, habe ich natürlich nicht. Nee, natürlich. Also, ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, dass du etwas falsch gemacht haben könntest. Also, das ist eigentlich absurder Gedanke. Ja, ne? Ja, also. Darfst du nicht zulassen, das sowas. Das, unmöglich. Das endet dann in Depressionen und sowas. Also. Ne, lieber nicht. Ja. Ich verstehe deine Sorgen. Sicher ist sicher. Ja, ich. Mit wem spiele ich denn sonst? Dir darf da nichts passieren. Toll, schön, dass du nur daran denkst. So. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ah, Zitat, ne? Wie letzte Folge besprochen, aus welchem, das ist jetzt kein Film, das ist eigentlich gemein, aber aus welcher Serie ist das? Keine Ahnung. Hausmeister Krause. Nie gesehen. Ehrlich? Mit Tom Gerhardt?
Ist eine deutsche Serie, oder? Ja. Kennst du Voll Normal? Du, alle deutschen Serien nie guck gesehen. Ich nicht. Ja. Nie gesehen. Tatort, eine Folge vielleicht mal. Weil ja mein gut, Tatort ist jetzt nicht... Das ist ja... Und wie heißt das nochmal? Traumschiff. Die Serie, ne, weißt du? Ja. Wo sie am Ende immer mit dem Kuchen da durchlaufen. Also, von einem Kuchen weiß ich nichts, aber ich... Das ist die beste Stelle am Film. Traumschiff sagt mir schon irgendwas. Ich glaube, Sascha Heen, ne? So ein blonder... Keine Ahnung, die Schauspieler kennen ihn nicht. Ja, das ist der Einzige, den ich da kenne, irgendwie namentlich. Aber auch nur, weil er kürzlich irgendwo erwähnt wurde. Ach so, hat der Corona? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass, wenn diese Folgen online gehen, dass das mit Corona sich erledigt hat. Ja, ich hoffe auch. Weil das geht mir aber schon weißt, ziemlich was, auf den Senkel. Weißt du, was das Gute ist? An Corona? Nicht wirklich. Ich weiß es. Erzähl. Greta ist out. Stimmt, über die spricht keiner mehr, ne? So gar ja. Niemand. Niemand mehr. Niemand spricht mehr über Greta. Das frustriert sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich wurde Corona nur erfunden, damit keiner mehr über Greta spricht. Ja, das wäre doch der Hammer. Verschwörungstheorie. Wo sind unsere Aluhüte? Weißt du, warum Corona eigentlich Corona heißt? Nein. Weil die Viren angeblich so aussehen wie Kronen. Ach so, ja, doch, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Aber es sieht halt einfach überhaupt nicht so aus. Na doch, diese Spitzen... Doch, könnte man schon. Also gewisse Ähnlichkeiten sind da schon. Das wäre jetzt unfair, dem armen Virus gegenüber zu sagen, nee, du siehst nicht aus wie eine Krone. Dann habe ich ja auch Corona. Ehrlich? Hast du eine Krone? Nein, mein Name heißt übersetzt ins Deutsche der Gekrönte. Etienne heißt der Gekrönte? Der Gekrönte heißt das, okay. Übersetzt. Mein Name übersetzt heißt der Fels. The Rock. Ja. The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Passt doch. Was? Ja, genau. Wenn der ein bisschen schwabbeliger wäre und ich ein bisschen muskulöser, dann könnte er das hinhauen. Also, sehr viel schwabbeliger müsste er sein. Ich habe übrigens den Weltraumlift gerade abgebaut, ne? Wie kannst du nur? How dare you? Und schon sind wir wie bei der Alten, du. Wahnsinn. Stimmt. Ja, ich muss noch... Egal. Da habe ich auch letztens, ich weiß gar nicht wo, das war eine Diskussion gesehen über den Wendler. Der hat ja jetzt den Pocher mit seinem Penis erschlagen. Und what? Ja, hast du nicht dieses Bild vom Pocher aus dem Krankenhaus gesehen? Du, ich... Guck mir sowas gar nicht erst an, bei mir wird es gar nicht erst angezeigt. Du, ich hab das irgendwo im Internet habe ich das gefunden. Keine Ahnung, irgendwas. Und dann war der Pocher im Internet sag ich schon, im Krankenhaus so blutend. Und das Einzige, was der da gesagt hat, der Wendler war es nicht. Die haben irgendwie Beef, keine Ahnung. So tief bin ich nicht drin, aber irgendwie habe ich dann gelesen, dass die Vermutung da war, dass der Wendler mit seinem Teil den Pocher verletzt hätte. Hä? Egal. Ja, seine Musik hören, ne? Aber nicht wissen, was da los ist. Den Song habe ich nie gehört. Ja, immer nur diesen Ausschnitt, ne? Der jetzt überall im Internet einfach ist. Genau. Du baust gerade den Elevator wieder hin? Ja, versuche ich zumindest. Sieht schön aus. Ja, nee, passt ja nicht, geht ja nicht. Oder ich habe zu wenig Ressourcen. Das aber kann auch sein. Nee, das schaut eigentlich ganz gut aus. Nee, schaut nicht gut aus. Ich brauche noch... Nee. Hallo? Nee, doch. Oh. Nein, doch. Ah. Nein, ich brauche noch 400 Eisenstangen. Ach so, 400? Ja, mich würde interessieren, wo ich die hingesteckt habe. Weiß ich, was du gebaut hast in der Zeit. Ja, nix eigentlich. Ich finde dieses neue Design von den Dingen gar nicht so schlecht. Also ist nicht hässlich. Was genau meinst du jetzt? Von den Powerpoles, also von den, wie heißt das? Strommasten. Strommasten. Entschuldigung. So. So.
Hallo. Ah, da ist er ja. Ja, was machst du mit dem Powerpole? Mit dem Strommast. Was baust du denn hier? Ah, wunderschön. Ah, wunderschön. Ja, hol da ja nichts raus. Nee, du, hab ich nicht vor. Ich hab vor, hier Eisenbarren zu... Quatsch, verstärkte Eisenplatten zu schnorren. Ja, das kannst du gerne machen. Gut, hab ich gemacht. Gut, dann haben wir hier schon mal... Schon? Schon mal, ne? Los Productos. Los Productions. Los Productionos? Ja. Das sind die McDonald's-Wochen für Stahl. Heißen Los Productionos. Ach so. Gibt's dann 20 Chicken McNuggets für 3 Euro? Keine Ahnung. Mach lieber nicht solche Versprechen, sonst kommt noch irgendein Zuschauer und will das haben von dir. Es gibt manchmal 20 Chicken McNuggets für 4 Euro, glaube ich. 3,99. Ehrlich? Ja, manchmal zwischendurch haben die so ein Angebot. Aber ich esse ja jetzt seit, ich habe jetzt seit 2018 nicht mehr bei McDonald's gegessen. Also. Ich habe seit letzter Woche nicht mehr bei McDonald's gegessen. Es war mal früher, war es mal besser. Genau wie Blockhaus. Blockhaus war besser. Leute, die in Hamburg wohnen, wissen, was ich meine. Oh, ich habe gestern das beste Steak in meinem Leben gegessen. Ehrlich? Ja. Und es hat nur 18 Euro gekostet. Wo hast du das gegessen? Es war in einem 4-Sterne-Hotel. Aber 4,5-Sterne-Hotel. Das heißt, Steakpreis war quasi schon im Zimmerpreis eingearbeitet. Nee, ja. Ich habe da ja nicht übernachtet in dem Hotel. Ich habe da nur gegessen. Ach so. Und das war so genial. Das ist das beste Steak, was ich je gegessen habe. Uff. Also das beste Steak, was ich je gegessen habe, war in Las Vegas. Und ja, zwar im Hotel New York, New York. Das ist gegenüber vom MGM Grand. Ah, okay. Oh, MGM Grand. Und da gibt es so ein Steakhouse drin. Da kannst du schon vorne, wenn du, oh Gottes Willen, wenn du reinkommst, kannst du da die Steaks quasi in der Kühltruhe sehen. Ne? So, oh, herrlich, sensationell. Super, okay, gegessen, aber die waren auch ziemlich teuer. Meistens so, ne? Ja, wir haben uns einmal mit meinem Bruder gegönnt und den Rest des Urlaubs haben wir dann so Subway und sowas hauptsächlich gefuttert. Ja, man muss dann, ne, Prioritäten setzen. Heute esse ich bei Ikea, glaube ich. Ey, Ikea, ich finde, du, ganz ehrlich, fände ich nicht schlecht. Die Hotdogs kann ich mit leben. Das ist eine der größten Fastfood-Ketten, weißt du das, Deutschlands? Ikea? Mhm. Ja, wusste ich schon, ja. Die futtern da, also jetzt nicht nur wegen den Hotdogs, sondern die haben ja oben immer diese Restaurants drin. Manchmal, ja. Und ja, eigentlich immer, wo ich drin war bis jetzt, ich kenne keinen ohne. Und die Frühstück und so ist da richtig lecker, das kann man sich echt gönnen. Ja, das stimmt. Egal. Hast du wieder was angerichtet, hör mal. Es tut mir leid. Deine Frau sagt irgendwas zu dir, du. Egal. Ja, das ist bei mir nicht so einfach, weil ich könnte egal sagen, dann weiß sie erstmal nicht, was es ist. Aber sie versteht es nicht. Weil sie es nicht versteht, genau. Aber mittlerweile lernt sie ganz schön gut Deutsch, weil ich mit dem Kleinen immer Deutsch rede. Und dann sie ihn zweisprachig aufwachsen lassen. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar, ist auf jeden Fall gut. Also. Hatte ich, glaube ich, sogar schon mal unter dein Video kommentiert. Bist du dir da sicher? Dass ich gesagt habe, dass zweisprachig aufwachsen gut ist, ja, und das unter dein Video geschrieben habe? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ehrlich? Bei den vielen Comments komme ich einfach nicht hinterher und kann mir nicht alles merken. Ja, tut mir leid. Du, in dem Zeitpunkt, wo dieses Video online kommt, habe ich bestimmt schon 500 Abonnenten und tausende von Comments unter jedem Video. Ja, deshalb, da kann man dann halt nicht mehr, ja, kommt man halt nicht mehr hinterher, ja. Genau. Kenne ich den Struggle, ja.
Kenn ich. Hast du eigentlich schon jemanden eingestellt, der also deine Comments für dich bearbeitet quasi? Ja, habe ich. Warum? Ah, sehr gut. Na, nur so. Nein, habe ich nicht. Hä? Ich will wissen, wie dekadent du bist. Ich habe niemanden eingestellt. Ich mache alles selber. Komplett alles? Sogar mein Discord-Server. Wow. Naja, nicht komplett alleine, aber schon zum Teil. Wie jetzt? Wer hilft dir noch? Ein Freund von mir, der gerne ein bisschen was codiert oder wie auch immer man das nennt heutzutage, der wollte einfach nur, der hat Spaß an so welchen Sachen und deswegen wollte, also nur an Bots erstellen, ne? Wer braucht schon Bots für einen Discord-Server? Nein. Sowas zum Beispiel. Nee, also Leute, falls ihr mit mir schreiben wollt oder irgendwas über diese Serie schreiben wollt, irgendwas loswerden wollt, Tipps haben wollt, geht einfach auf den Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr eigentlich mir immer schreiben und du bist ja auch drauf, von daher. Ne? Ich bin auch vollkommen drauf, je nachdem, zu welcher Tageszeit. Aber ja. Ja. Ich kann ausschalten, dass man dir direkt schreiben kann, aber... Nee, noch kannst du es anlassen. Noch nimmt es ja keinen Überhand, also... Wobei, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge online kommt, ne, ja, könnte das schon also ein Problem sein. Ja. Wie gedenkst du das zu lösen? Was genau? Na, das Problem. Das ist einfach ein Klick für mich. Also. Ach, ja. Nice. So. Geht das nochmal? So. Weg damit. Alles klar. Dann muss ich jetzt überlegen. Überleg mal. Das ist grundsätzlich nie falsch. Überlegen ist immer wichtig. Wird zwar leider viel zu wenig getan, aber grundsätzlich ist Überlegen immer gut. Ich überlege nur gerade, wo ich die Katerium-Rollen hier rüberbringe zu unserer Basis. Über welche Strecke? Verstehe ich schon. Hauptsache es passiert, ne? Da wir noch nicht wissen, ob unsere Basis bleibt, ne? So? Wahrscheinlich nicht, ne? Also. Ist es eigentlich egal. Korrekt. So. Ich habe vorhin in diesem Weltraumlift, wo ich ihn auf- und abgebaut habe, ja, oder ab- und aufgebaut habe, habe ich mal reingeguckt, was wir für den nächsten Step dann brauchen. Das schaut überhaupt nicht schön aus. Nee, das weiß ich schon. Das ist ekelhaft. Also das ist wirklich ekelhaft. Vor allem sind das ja nur Produkte, die du halt extra nur für den machen musst, ne? Ja, es ist abartig einfach. Also es bringt dir ja nichts weiter mit deiner Fabrik, sondern es sind halt wirklich nur Produkte, die du brauchst, nur für den nächsten Schritt. Ja, das ist... kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also das ist quasi nur ein Timesink, oder? Also Hauptsache, wir verbraten Zeit. Korrekt. Hauptsache, das Spiel geht länger und du hast mehr Spielstunden drin. Ja. Wobei das Spielstunden eigentlich gar nichts bringen. Also es geht ja mehr um Spielspaß. Ich meine, es macht sowieso irre Spaß, die ganzen Sachen zu machen, aber... Macht es dir, bringt es dir keinen Spaß? Doch, doch. Sonst würdest du es ja nicht spielen. Genau, so schaut's aus. Wenn es mir nicht keinen Spaß bringen würde, würde ich es nicht spielen. Du machst es nur wegen der Klicks. Sei doch ehrlich. Ja, YouTube Money. Nur deswegen... Ich melke da YouTube, wo es nur geht, ist klar. Nein, jetzt ist die Kamera schon wieder ausgegangen, irgendwann. Welche Kamera? Ja, meine Kamera schaltet sich immer ab, ich weiß nicht warum. Seit wann? Ja, ich weiß nicht. Seit neuestem, es muss ja immer wieder irgendwas sein. Ja klar, also erstens 19 Folgen sind nicht da. Dann muss ja wieder was Neues kommen, wenn es jetzt funktioniert. Ja. Ah. So, ist wieder da. Gut. Bin gespannt, wie viel davon weg ist. Egal. Wir sind sowieso... Hast du es jetzt erst gemerkt, oder wie? Ja, ja, klar. Ich habe da keinen Alarm. Und ich schaue nicht alle 2 Sekunden auf den zweiten Monitor.
Ich sehe das im Augenwinkel, wenn meine Kamera verschwinden würde. Ich sehe das nicht im Augenwinkel. Trotzdem könnten wir an der Stelle hier wieder einen Cut machen, oder? Ja, könnten wir, wenn du möchtest. Machen wir auf jeden Fall. Gut. Bis zum nächsten Mal. Fette Grüße, euer Hotto. Ciao. Ciao.